tabe ud, tror jeg. Det er gegner ikke for hardt, men det er den her. Ja, det er noget sådan. En der er hovedet. Sitzung, wo haben wir da gespielt? In Berlin. In Berlin, genau. Nach Berlin wären wir auch diesmal natürlich im Pokal gerne wieder gekommen, aber leider nicht so. Schade. Ja. Aber wir haben heute auf jeden Fall die Chance, dass wir, wir zumindest auf jeden Fall wieder nach oben kommen, ein Stück weit nach oben kommen können. Wir haben heute sogar die Chance auf Platz 5 wieder in der Tabelle. Haben wir nicht. Platz 6 auf jeden Fall Europapokal. Platz 6. Wollen wir mal nicht ganz so hoch streben. Platz 6 auch schon mal wieder gespielt. Europapokal in Bremen. Das ist auch mal du hast schon wieder auf der Fan-Report-Seite, hast du wieder so einiges auch zu Werder Bremen gehen, Werder BSC, hast du einiges dazu zusammengetragen. Genau. Ich kann nur sagen, Leute, der Mann ist ein Datenherr. Er hat so viele Daten im Kopf. Ja. Ich kann nur sagen, Leute, wenn ihr mal wirklich informieren wollt, dann schaut mal rein auf www.fanreport.de, die Seite von Tuddi und von Flo. Ja. Flo, den auch gerade immer ganz herzlich an der Stelle grüßen wollen. Ja, klar. www.grün-weiß-fanreport. Ja, Flo, sei gegrüßt von uns beiden. Ja. So sieht's aus. Wir haben heute auf jeden Fall ein nächstes Leiderspiel. Ich kann nur sagen, es ist angerichtet. Frag mal Marco Friedel. Ja, es ist angerichtet. Ja. Wir haben heute, es ist Blutlicht, volle Hütte. Ja. So sieht's aus. Heute Abend. Und mal wieder ein Heimspiel-Doppelpack. Das die nächste auf jeden Fall. Am Samstag dann gegen Schalke 04. Ja, das auf jeden Fall. Und die beiden Spiele sollte man tabellarisch gesehen durchaus gewinnen. Sollte man auf jeden Fall. Ja. So, ich denke, das ist alles. Danach kommt ja das Duell gegen die Bayern im Spiel. Ja, genau so ist es. Ja. Ich denke mal, dann haben wir jetzt schon mit einiges gesagt heute. Ja, ne? Genau. Und jetzt heißt es nur gleich rein in die Hütte. Ja. Und dann die Mannschaft zum Sieg anfeuern. So nach dem Motto von Werner. Wir haben 100 Leute gefragt. Ja. Nennen wir eine Mannschaft, die heute gewinnen soll. Ne? Im alten Erdkampf. So, ja, also von da und die Top. Aus. Top-Antwort war Werder Bremen. So mit 100 Punkten. Genau. So schaut es aus. Also, Leute, bis nächste Woche. Tschüss, Kostin. Tschüss.